Ja, hallo, lieben Christian Schermeier, Paterapeut, Beziehungscoach und so weiter. Immer noch ein bisschen Sonnenbrand von zu viel Schiefer, Snowboard fahren. Jetzt die Januarsonne ein bisschen unterschätzt, aber heute haben wir mal ein ganz anderes Thema. Ach, wollte ich einfach mal ein paar Gedanken zu sagen, weil mir das immer wieder so auffällt, dass auf Social Media, dass man einfach immer, also auch in Dokumentationen und ist immer mehr dieses Thema OnlyFans, wer das nicht kennt, das ist so eine große, was gar nicht, wie man das nennen soll, eigentlich keine Social Media Plattform, also eine Plattform, die so gedacht dafür ist, dass wenn du irgendwo einen Account hast und du willst so extra Leistungen erstellen, die dann bezahlt werden können. Und da gibt es ja auch so auch noch andere, Patreon zum Beispiel, aber das ist tatsächlich ganz normal, wenn jemand jetzt irgendwie extra Videos bereitstellt oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber OnlyFans ist eben, ja, für, ja, sagen wir es so, wie es ist, für Sexwork-Dienstleistungen irgendwie. Und natürlich übers Internet, also jetzt in aller Regel nicht persönlich, aber werden halt, ja, kannst du halt für 10 Euro kriegst du irgendwelche Fotos, Videofilme, kannst du dir irgendwas wünschen oder, also wird natürlich alles abgerechnet, das kostet halt so und so viel und das kostet so und so viel. Und darüber werden teilweise unglaubliche Einnahmen generiert, also wo, ja, vor allen Dingen Männer natürlich, wer weiß, wie viel Geld dafür ausgeben und es gibt Frauen halt, die verdienen wirklich fünfstellig, vierstellig auf jeden Fall, fünfstellig, noch mehr und es gibt auch die absurdesten Sachen da, Fetische. Ich habe so eine Doku geguckt nochmal darüber, also echt ein bisschen shocking, muss ich sagen. Gut, es hat jetzt so, also was mir vor allen Dingen auffällt, dass es wie Pilze aus dem Boden schießt und ich kann natürlich zwei Aspekte, ne? Also natürlich kann man sagen, mein Gott, das sind erwachsene Menschen, der eine bietet es an, der andere kauft es und wo ist das fucking Problem? Ich habe ein Problem, aber vielleicht ist das, geht's nur mir so, ich habe ein Problem erstmal damit, dass das so alles normalisiert wird, so, also alles so, ja, ist eben cool und autonom, so Sexwork zu machen und bla und das ist überhaupt gar nicht mehr problematisiert wird, finde ich erstmal interessant, sagen wir mal, irgendwie. Es ist natürlich so, für gerade junge Frauen, die da bereit dazu sind, das zu machen und auch bereit dazu sind, Material irgendwo ins Internet zu stellen, wo man nie weiß, wo das mal landen wird und was das so mit einem macht, wenn man die Bedürfnisse von irgendwelchen anonymen Menschen befriedigt irgendwie, weil das ist, man denkt vielleicht so, das wäre so distanziert, ich schicke ja nur irgendwelche Fotos, aber oft ist ja so, dass die Grenzen immer weiter rausgeschoben werden und man macht immer mehr und also mal abgesehen davon, dass man da schon auch die Nerven zu haben muss, ja klar, lockt natürlich die Kohle und es ist vielleicht für viele das Gefühl, leicht verdientes Geld und das sieht man mittlerweile wie überall, ne? Machst du schon OnlyFans und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, dass ich das irgendwie ein bisschen gruselige Entwicklung finde, weil es werden ja, ist ja nicht einfach so, dass du da irgendwelches Material kaufst. Ich meine, da kannst du auch ins Internet gehen. Ich meine, das ist ja bekanntlich voll davon oder irgendwelche Playboy kaufen oder ich weiß nicht was. Das kannst du auch billiger haben. Das wundert mich sowieso immer. Ich meine, wieso man überhaupt so viel Geld für ausgibt. Aber gut, da kommen wir gleich noch zu. Sondern es geht ja darum, dass so eine Illusion erzeugt wird von so einer persönlichen Beziehung, so die aber sicherlich zu 98% überhaupt nicht da ist. Also es wird so eine Illusion erzeugt von, ich habe da eine Freundin irgendwie, klar, die hat auch irgendwie andere, gibt es auch irgendwie andere Männer, aber bestimmt hat sie zu mir irgendwie ein ganz besonderes Verhältnis und das ist ja auch viel, dass man sich dann so, also nicht nur
hotten Content austauscht, sondern auch sich schreibt und dies und das und aber alles gegen Bezahlung. Ich meine, das ist schon an sich so weird. Also, aber ja, also es wird ein bisschen der Eindruck entwickelt von so einer Beziehung und ich finde das hochproblematisch, ne? Also, aber vielleicht geht es nur mir so, vielleicht bin ich da auch zu alt für, keine Ahnung, aber es ist meine Meinung. Also, das, also erstmal finde ich, also es ist natürlich, erwachsene Menschen tauschen sich da irgendwie aus und das ist nicht illegal, muss man natürlich ganz klar sagen und dann wird es halt auch gemacht. Aber es ist ja schon so, dass Frauen auch die Schwächen von Männern irgendwo kapitalisieren. Das kann man natürlich sagen, ist mir doch scheißegal, aber wie gesagt, wenn es andersrum ist, wird es ja auch thematisiert. Und ich finde schon, dass es da Männer, die irgendwie meinen, sie kriegen niemanden anders, ja, dass sie da kapitalisiert werden auf eine ziemlich krasse Weise und denen auch irgendwo eine Scheinwelt vorgespiegelt wird. Und weiß ich nicht, ich finde es nicht so prickelnd. Und den Männern muss man natürlich, also denke ich auch, Mensch, Männer, die das machen, ey, sag mal, wo ist eure fucking Standards, was soll ich schon wieder sagen? Ich denke immer, wenn man das, holen wir nochmal kurz aus, wir waren ja, ich hatte ja gerade wieder eine Lesung in München, da waren, ich meine, das ist immer unterschiedlich, aber in München, da waren jetzt, weiß ich nicht, weiß ich nicht, wie viele Leute jetzt waren, aber sagen wir mal 60, 70, 80, keine Ahnung. Da waren, glaube ich, 3 Männer. Wieso? Ich meine, ich mache ja auch viel Content für Männer und vielleicht gehen sie nicht auf Lesungen, weiß ich nicht. Und mir schreiben ja auch viele, aber warum geben Männer womöglich hunderte tausend Euro für solche pseudo-virtuellen Dienstleistungen aus, wenn man doch das gleiche Geld nutzen könnte, wo auch immer jetzt? An sich zu arbeiten, sein Dating-Game zu verbessern und eine reale Freundin zu haben. Das ist ja durchaus in Reichweite. Also ne, ist sicherlich, es mag jetzt Sonderfälle geben, wo du irgendwie einen Fetisch hast, der, keine Ahnung, der sich jetzt nicht anders realisieren lässt als über bezahlte Dienstleistungen, meinetwegen. Aber das wird ja nicht bei jedem so sein. Und ja, warum da so wenig an sich glauben oder sich, wie gesagt, dass Ressourcen in Persönlichkeitsentwicklung stecken und ja, also das verstehe ich irgendwie nicht, weil das ist ja genauso wie OnlyFans verfügbar ist im Internet, ist Persönlichkeitsentwicklung verfügbar im Internet, ne? Warum steckt man das nicht da rein? Aber vielleicht denke ich da viel zu oberflächlich, keine Ahnung. Aber ja, ich weiß nicht, ich kann es irgendwie nicht so sehen, dass es ja, kann ja jeder machen, was er will. Das stimmt natürlich auf eine Art, wie gesagt, ne? Aber ich finde, es hat irgendwie niedrige Energie. Ich glaube, das finde ich daran irgendwie nicht so richtig geil. Und ich glaube, das betrifft auch beide Parteien, dass das irgendwo, weiß nicht, ob einem das wirklich so viel Spaß macht auf die Dauer, aber klar, wenn es Geld lockt, macht man viele Sachen. Ne? Aber ja, wie seht ihr das? Also ich finde es ein bisschen bedenkliche Entwicklung, aber keine Ahnung, vielleicht bin ich jetzt der Obermoralist, aber könnt ihr mal schreiben, wie ihr das seht. Das ist einfach nur mal so ein random Video zwischendurch. Und macht die fucking Kurse, Verlustangstkurse ist draußen zum Frühbucherpreis und nächsten Monat geht es da wieder los mit Selbstliebe Challenge Advanced für die etwas härteren unter euch und die Wohlfühl Challenge geht gleich auch wieder los. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.